Es sind ja mittlerweile so viele Videos von diesem Trump-Attentat im Umlauf. Das da ist meiner Meinung nach eins der besten. Schaut es euch einfach mal an. Es wurden davor viele Polizisten darauf hingewiesen, dass auf dem Dach jemand hochklettert und dass der sogar ein Gewehr dabei hat. Hat man ignoriert oder einfach nicht zur Kenntnis genommen? Oder man hat die Gefahr unterschätzt? Man weiß es nicht, Leute. Aber darüber sollte man diskutieren, oder? Und nicht einfach sagen, der Trump, der ist ein Faschist, dem geschieht das schon recht, wie es viele mittlerweile gemacht haben, dieser selbsternannten Demokrat-Sterncheninnen. Und deshalb braucht man sich auch nicht zu wundern, dass es da draußen so viele Verschwörungstheorien über dieses Trump-Attentat gibt. Am Ende des Tages ist das Vertrauen in Politik und Medien so dermaßen am Arsch, dass man eben den offiziellen Fakten, also ihr wisst, was ich meine, den Mainstream-Medien und den Aussagen von den Politikern einfach nicht mehr glaubt. So weit ist es schon gekommen. Und worüber der zumindest deutsche Mainstream ja auch gerne redet, AfD, 25 Abgeordnete, davon sind 23 Männer und die Empörung ist groß. Wo ist hier bitte der Feminismus? Wo ist die Frauenquote? Hallo? Ich zeige euch dazu jetzt einfach mal dieses Video vom Secret Service, auch bezüglich dem Trump-Attentat. Da ist der sogenannte Feminismus. Wir müssen uns einfach mal gerade machen und feststellen, dass gewisse Arbeiten schon entsprechend geregelt sind, warum das Männer machen und Frauen eventuell vielleicht nicht machen sollten. Das ist zumindest meine Meinung. Die linksgrün versifften Demokrat-Sterncheninnen, ich meine, Gutmenschen, ihr wisst, was ich meine, denen gefällt das natürlich nicht. Und man darf sich einfach mal überlegen, warum dem so ist. Ich lasse das mal offen so stehen, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Und ansonsten kommt hier vorbei für alternative News. Haut rein!